Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt mal jetzt die Maschine, Seemaschinen voll machen, damit wir nachher gleich beginnen können, nachdem wir das Gras geerntet haben. Was wir dann ja morgen machen, in-game. Wir werden gleich mal die Kühe versorgen. Mit Wasser und Stroh. Ja. Wasser können wir ja automatisch fahren lassen. Stroh haben wir gleich länger. Müssen wir dann sehen, wenn wir den einen. Oh. Startler. Natürlich auch den Timer drücken, ne? Darf ein bisschen gelaufen werden. So, mal kurz gucken, dass wir den einklappen hinten. Weil er stört meistens sowieso. Und dann, ja, so wir schauen, ob wir den noch düngen können. Bestimmt. Das dürfte nicht gehen. Holen wir mal Stroh. Futter wird noch eine Weile reichen. Denn da war ja recht voll. Mamu. Ein Tier schwanger. Und der Rest? Eine ganz schlechte Quote. Ich kann das gleich genau so viele Tiere wir haben. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Oder haben wir hier eine Statistik? Da nicht, da nicht. Spiel gesamt. Hektar, Flugzeit, Endzeit, Jüngerzeit. Spielstand. Nö. Nö, 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 nö. Das lohnt sich nicht. Kann man nicht erkennen, ne? Man sieht nur ein Tier, ein gesundheitsmäßig und Gewicht. Aber nicht das, was ich wissen will. Wir wissen die Gesamtanzahl. Oh, ein fettes Vieh. 500 Kilogramm? Markierung ist gut. Ich dachte, eine Kuh markiert. Ja. Gut, das wäre ja auch zu einfach, ne? Beziehungsweise unsinnig. Markierung wegmachen wir, ja gut. Bisschen Stroh. Also werden wir viel Stroh haben müssen, ne? Wo wir haben noch haben wir genug Stroh, also so dramatisch hat nicht. Ja, das wie gesagt, der Hänger ist etwas ungünstig. Die Ballen stehen noch. Weil mit dem komme ich so ganz schlecht in die Halle rein. Beziehungsweise böse Quälerei. Ja. Da müssen wir einen anderen herkaufen. Mit einer stabilen Deichsel, aber. Kann man nicht einstellen, ne? Nee, kann man nicht. Aber wir können hier mal so reinfahren. Vielleicht kommen wir rum.
Ah, das ist kein Zustand, das geht nicht. Ups, Mikrofon. Wasserfass. Können wir automatisch fahren lassen. So, mal schauen. Mist haben wir auch schon ein bisschen da. Was für einen Kurs nehmen wir? Irgendwas mit Wasser. Mähen, 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 Mais, Mais. Wasser für Kühe. Wasser. Hoffen wir, dass keiner im Weg steht. Das machen die meisten zu gerne. Man dürfte keine Probleme geben. Dann können wir uns ums Holz kümmern. Wir werden aber schon mal uns darum kümmern, dass wir die March vorbereiten für Feld 3. Da müssen wir zuerst. Dann müssen wir gleich zwei mit Ballenpressen vorbereiten. Und da muss der LKW für Ballen sammeln klar sein. Damit wir näher entsprechend gleich loslegen können. Im Verband natürlich, ne? Da ist jetzt hier Sämaschine. So. Der nächste Traktor. Unser Fendt. Auch schon 7 Grad. Wird bald heiß hier. Wie gesagt, wir müssen noch eine Stunde abwarten und dann müssen wir muss ich auf die Wiesen. Jetzt brauchen wir noch einen Traktor für ja, jetzt irgendwie. Wir haben noch zwei, sehe ich gerade. Einer fährt Wasser. Ja, wir müssen sowieso. Wir müssen sowieso. Erst fertig machen und dann pflügen. Aber wir müssen mal auch so sehen, dass wir noch mehrere Wiesen haben. Das heißt, sobald das fertig ist und die anderen 4 Traktoren auf dem nächsten Feld sind, allen zum Beispiel, dann müssen wir weiterhin beginnt dann mit Pflügen. Ne? Brauchen wir einen Traktor, der pflügt. Gut, aktuell könnte der mit Wasser fahren. Ja. Könnte. Mal schauen. Ob wir irgendwie eine Reihe kriegen. Dass wir ziemlich schnell die Fläche fertig bekommen.
Mahlzeit. So. Wollen wir noch den nächsten Ball in Presse holen? Denn eine brauchst du lange dafür. Dach. Der Tank ist auch voll, das passt. Ja, dann heißt ja irgendwann nachher. Oh, Unkraut. Düngen. Da heißt dann entweder wir nehmen noch einen zweiten Traktor zum Düngen, also zum Unkraut bekämpfen, oder wir nehmen gleich die große Maschine. Die wir dann natürlich kaufen müssen. Ne? Wir haben etliche Felder. Wenn alle Unkraut kommt. Das wird ja irgendwann kommen. Unkraut kommt garantiert. Weil wir das nicht ganz schaffen würden, naja gut. Wenn wir das nächste Jahr auf einen Tag oder drei Tage mehr nehmen, das wird pro Jahreszeit. Also das wäre auch noch eine Option, ne? Aber erst nächstes Jahr. Ich probiere mal durch, wenn wir drei Tage hinkriegen. Wie gesagt, wir können ja auch zum Noten auf 1 spielen. Auf Geschwindigkeit 1. So, jetzt haben wir die Fahrzeuge stehen. Jetzt brauchen wir den LKW. Und den Raum fürs Holz. Das ist der mittlere. Wieder leer. Den nehmen wir dafür. Nehmen wir ein Stepdeck. Unser Ballensammelwagen hier. Und schon haben wir fürs Gras die Lagerballen vorbereitet. Dann kann gleich die BGH versorgt werden. Im BGH müssen wir noch ein Lager einbauen, obwohl das ein Blödsinn ist. Wir werden die BGH nur betreiben, wenn wir die Lagerballen haben. Und man müsste ja eigentlich dann schauen, dass wir dann. So, da sind wir. Dann können wir das schon mal vorbereiten. Das heißt, ja, Motor ausmachen, ne? Alles Kosten. Heißt, einen werden wir jetzt schon mal fixen Kurs berechnen. Das heißt, Feldarbeit. 3 Vorgewände. Ja, auf demselben Kurs haben wir zwei Fahrzeuge nehmen. Das ist natürlich Quatsch. Klappen wir aus, dann kann der Angriff einen anderen Wert. Knapp 10 Meter. So. Neun. Sollen 10 sein. Puh. Unserem Kurs. Es ist für den anderen besser. Das hat jetzt, das sind jetzt 4 Vorgewände. Aber das passt schon so. Bei mir geht das. Ich muss es probieren. Speichern. Mehl mit Schwatt. Mal mit der 50. Ja, 50. Und Feld 3. Sonst kann man nicht durcheinander. Feld 3.
Speichern. Den werden wir auf links einstellen. Links. Und aussteigen. Den anderen machen wir auf rechts. Auch mit bei sein. Schwatten, Mais, Mehl mit Schwatt. 11,3. Warum zeigt er mir wieder hier was anderes an? Dann guck mal kopieren. Eins rechts, links. Gut. Also wir saufen ganz schön viel Wasser. Gut, aber Stroh haben sie, Futter haben sie auch. Gras kriegen sie nicht, die kriegen nur Mischfutter. Oder mal ein bisschen Gras machen. Ihr könnt ja mal ein bisschen Heu holen oder Silage. Oder beides. Kriegt nicht einen guten rein. Dann muss ich wen anders fahren. So, jetzt sehe ich so nichts. Müssen wir genau auf den Kurs ein Heulager hinstellen. Müsste. Mit der gespannten an die Pumpe brauche ich wahrscheinlich nicht. Für den Notfall. Stroh kippen wir zurück. Dafür laden wir Heu ein. Ja. Ja, mal Heu nehmen oder Silage. Silage haben wir. Gras haben wir nicht. So. Birne. Pellets noch ruhig machen, ja.
Hier schon 9 Grad, jetzt geht ja ruckzuck hier. Lufttemperatur. Bin ja gespannt, wann das reif wird. Ein bisschen Silage, vielleicht ein bisschen gesunder dabei werden. Mal über viel reingeht bei den Jungs. Wenn der Hänger voll reingeht, ist gut, wenn nicht, gebe ich ihn erst zurück. Gib mir erst zurück. Ich dachte schon. Mein wendiges Anhänger, ja, ne? Nur müssen wir eine Halle kaufen, bauen. Halle kaufen und bauen, ne? Ja. Oh! Haben wir es wieder. So, liebe Freunde der Abschluss, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde ich freuen über ein Like und ein Abo. Dann sagt mal gleich mal Tschüss. Und vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dann. Ciao.